So, also herzlich willkommen zum Vortrag Wikidata, was kann die offene Datenbank im Jahr 2019? Ein Update. Als allererstes noch ein Dankeschön an den Verein in Österreich, Wikimedia Österreich, der viele von diesen Vorträgen, Reisen und auch die tollen Sticker finanziert. Also falls ihr mal zu Weihnachten spenden wollt, bitte vergesst nicht Wikimedia Österreich. Was ist überhaupt Wikidata? Eines der wichtigsten Punkte ist, wir sind ein vollwertiges Projekt der Wikimedia Foundation, irgendwie auf dem gleichen Level wie Wikipedia. Also auch die Wikimedia Foundation hat gesehen, wie wichtig offene Daten sind, also dass es nicht mehr ausreicht, nur ein offenes Wikipedia mit Texten zu haben, sondern dass man sich in das Internet der Daten einbetten muss. Das andere Wichtige, was wir sind, ist eine Gemeinschaft. Wikidata wird nicht von einem Konzern gemacht, sondern von der Community und vielen Mitgliedern der Wikimedia Foundation oder Wikimedia Vereinen oder einfach ohne irgendeine Assoziation mit uns. Aber man sieht einfach, die Diversität der globalen Community ist größer als die Diversität, die ein typisches Unternehmen zum Beispiel bereitstellen kann oder eine Organisation, die nur in einem Land tätig ist. Das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, welche Daten gesammelt werden und ob es Daten überhaupt gibt in der Datenbank. Wir sind auch ein Wiki, genau wie Wikipedia kann jeder Wikidata bearbeiten. Man muss auch nicht eingeloggt sein. Man kann den gleichen Wikipedia, also man kann den Account von Wikipedia auch auf Wikidata nutzen, aber man kann genauso gut auch einfach anonym bearbeiten. Jeder Datensatz kann auch diskutiert werden und das Wichtige ist, Menschen und Bots sind mehr oder weniger gleichberechtigt auf Wikidata. Das heißt, man unterscheidet weniger, ob jetzt eine Bearbeitung automatisiert durchgeführt wird oder von einem Mensch. Das Wichtige ist einfach, dass sie belegt ist. Und Wikidata ist auch eine Graph-Datenbank. Das ist jetzt vielleicht ein Begriff, mit dem man so auf die Schnelle nichts anfangen kann, wenn man eben nicht aus dem Fach ist. Das werden wir aber jetzt einfach in ganz Kürze durchbesprechen, was das Wichtige ist an einer Graph-Datenbank. Graph, was? Könnte man sich jetzt die Frage stellen. Genau, und hier schauen wir uns die Grundlagen an. In einer Graph-Datenbank hat man nicht dieses Konzept, das man so von einer Tabelle, von einem Tabellenkalkulationsprogramm kennt, dass man Zeilen und Spalten hat. So wird ja auch die Datenbank dann meistens dargestellt. Sondern man hat Trippel. Trippel ist immer eine Aussage. Sie verknüpft entweder ein Objekt über eine Eigenschaft, also Prädikat, mit einem anderen Objekt oder man verknüpft ein Objekt mit irgendeiner Eigenschaft oder Prädikat mit einem Wert. Zum Beispiel, hier haben wir zwei Beispiele. Graz, könnte man sagen, liegt entlang der Mur. Oder Graz hat Einwohner 286.000. Und genauso einfach, wie das klingt, ist es denn auch wirklich. Man speichert einfach diese Trippel in einer Datenbank und sucht sich dann immer die passenden raus. Die Abfragesprache, die für Graph-Datenbanken verwendet wird, ist Sparkle. Und sie ähnelt eben auch diesem Triple-Prinzip. Man hat immer eine Dreierzeile. Also vergesst einmal das, was oben steht und unten steht. Einfach nur das, was bei der geschwungenen, zwischen den geschwungenen Klammern steht. Da haben wir auch wieder Subjekt, Prädikat, Objekt. Also Personen, die Geburtsort haben, Graz. Das Fragezeichen vor Personen heißt, hier sollen alle Werte rein, auf die die anderen zwei Sachen zutreffen. Also alle Objekte, die einen Geburtsort haben und alle Objekte, bei denen der Geburtsort Graz ist, landen in dieser Variable Personen. Und so schnell und einfach kann man einfach Leute heraussuchen, die in Graz geboren sind. Und weitere Einschränkungen macht man einfach mit mehr Zeilen. Und hier nochmal ein bisschen ein banaler Vergleich, wo die Stärken einer Graph-Datenbank sind. Also SQL-Datenbanken sind eher dann gut, wenn Daten extrem tabellarisch sind. Also viele Zeilen, viele Spalten, immer genau das Gleiche drinnen, hoffentlich nicht zu viele Nullwerte. Bäume lassen sich auch noch irgendwie abbilden in einer SQL-Datenbank, aber diese Art von vernetztem Wissen, wie Wikipedia sie hat oder wie es eigentlich
eigentlich in den Wissenschaften und so ist, wo man einfach sehr, sehr viele kleine miteinander verlinkte Kategorien hat, für das eignet sich einfach die Graph-Datenbank am besten. Also vielleicht ein Beispiel, um die Absurdität zu zeigen. Man könnte ja nicht bei jedem einzelnen Objekt in der Datenbank zu sagen, ist keine Ente. Aber dazu wäre man ja irgendwie gezwungen, wenn man diese Spalte hat, ist eine Ente, dass man überall Ja und Nein einträgt. Das muss man bei der Graph-Datenbank ja nicht. Unsere Anforderungen, also die Anforderungen der Community damals, als wir nur Wikipedia hatten, war, dass die Graph-Datenbank mehrsprachig ist und, was für uns besonders wichtig ist, mehrere auch widersprüchliche Aussagen. Weil Wikipedia ist nicht das Archiv der Wahrheit. Wikipedia schreibt nur das, was andere Leute geschrieben haben. Also es muss belegt werden können und jemand anders muss diese Aussage gemacht haben. Genauso ist es bei Daten. Wir sind nicht das Archiv der Wahrheit der Daten, sondern jeder Datensatz muss gespeichert werden. Oft gibt es mehrere Aussagen, oftmals gibt es widersprüchliche Aussagen und Daten brauchen natürlich einen Kontext, weil viele Daten sind ja nur im Kontext gültig. Und jeder Datensatz muss belegbar sein. Wir können uns das einmal kurz anschauen, wie das im Datenmodell ausschaut. Also bei Berlin kann man zum Beispiel sagen, hat die Eigenschaft Einwohner und dann einen Wert mit dieser Zahl der Einwohner. Dann ganz wichtig ist hier eben der Qualifikator oder eben dieser Kontext, in dem die Daten stehen, wann wurde denn überhaupt gezählt. Ohne diese Information ist der Datensatz wertlos. Und dann natürlich auch wichtig, dass man einen Beleg findet für diesen Datensatz, also irgendein statistisches Amt. Und hier sehen wir zwei Beispiele für Kontext und Widerspruch. Also noch einmal die Einwohnerzahl. Da haben wir natürlich mehrere Aussagen, weil ja zu mehreren Zeiten gezählt wird. Und da sind sogar noch mehr Kontextinformationen, zum Beispiel verwendetes Kriterium Hauptwohnsitz. Also, weil man kann halt unterschiedlich zählen. Und widersprüchliche Aussagen, da sehen wir zum Beispiel beim Loch Ness-Monster, da hat jemand gesagt, ist ein Fabelwesen und jemand anderer hat die Aussage gemacht, es ist ein Seeungeheuer. Das ist natürlich Ansichtssache, wie man das jetzt sehen will. Oder in welchem Land liegt die Krim zum Beispiel? Ist die Krim in der Ukraine oder in Russland? Das kommt wahrscheinlich darauf an, welche Zeitung man liest, also welchen Beleg das hat. Wikidata macht darüber keine Entscheidung. Also der Datensatz ist drin und er hat einen Beleg und von der Quelle kann man dann ja auch auf irgendwelche Einstellungen schließen. Und warum braucht es Wikidata überhaupt? Hätte Wikipedia alleine nicht gereicht? Eigentlich nicht, weil man kann mit Wikipedia nicht jede Frage beantworten, die man hat. Es gibt nicht jede Liste, nicht jede mögliche Liste gibt es auf Wikipedia und nicht jede Information wurde in Text gefasst. Und manche Fragen lassen sich halt dann nur wieder so beantworten, wie man halt früher in eine Bibliothek gegangen ist oder in ein Archiv und sehr, sehr lange recherchiert hat. Müsste man auch sehr, sehr lange auf Wikipedia recherchieren, um manche Fragen zu beantworten. Zum Beispiel eine der Visionen von Wikidata war, ich möchte einfach eine aktuelle Liste mit den größten Städten, die eine Frau haben als Bürgermeister. Und das ist eigentlich ein ziemlich schwieriges Problem, weil man denkt, man muss ja so viele Landessprachen können und dann muss man die Zeitungen lesen und man muss immer die aktuellen Bürgermeister eintragen und man müsste diese ganzen Wikipedia-Artikel durchschauen. Also es ist eigentlich nicht so einfach lösbar. Es wäre jetzt nicht so schnell gegangen, so aktuell, so richtig. Aber es funktioniert, wenn einfach die globale Community diese Daten einpflegt und es dann leicht abfragbar ist. Und das ist jetzt einfach möglich. Also in einer Minute kann ich zu jeder Tageszeit kann ich die aktuellen Bürgermeisterinnen abfragen. Und eben ganz plakativ kann man halt sagen, das, was früher halt eine Woche im Archiv war oder eine Woche mit der Suchmaschine und Wikipedia, ist jetzt oft eigentlich nur noch eine Minute in Wikidata. Und dann schauen wir uns gerade mal diesen globalen Datenstand an, den wir jetzt in den letzten Jahren aufgebaut haben. Momentan liegen wir circa bei 56 Millionen Objekten weltweit. Hier auf der Karte sind natürlich nur die dargestellt, die auch Koordinaten haben. Man sieht, es gibt noch reichlich dunkle Flecken auf der Landkarte, auf allen möglichen Kontinenten. Und natürlich helle Gebiete sind natürlich auch immer ein bisschen so, dass sie die Bevölkerungsdichte
zeigen, weil natürlich die Bevölkerungsdichte bedeutet mehr Kirchen, mehr Brunnen, mehr Bibliotheken zum Eintragen. Aber es gibt noch definitiv viel zu tun. Also gerade in Afrika und in Südamerika könnte man noch einen Haufen Zeug eintragen. Diese 56 Millionen Objekte sind mit 700 Millionen Aussagen untereinander verbunden und man sieht auch, dass dieser Stand stetig ansteigt. Dann ganz wichtig bei der Mehrsprachigkeit, lassen sich die Informationen auch übersetzen. Und hier sehen wir, dass zum Beispiel über 5 Millionen Objekte haben in mehr als 10 Sprachen eine Beschreibung. Das heißt, man kann ja dann auch eine Information abfragen und wenn diese einzelnen Objekte und die einzelnen Eigenschaften untereinander übersetzt sind, dann kann ich das ja automatisch einfach übersetzen in jede Sprache, in der ich diese Information haben will. Also wir schließen da riesige Wissenslücken, weil es gibt ja Sprachen, in denen Wikipedia nicht so groß ist, aber Sie können immer noch eine Wikidata-Abfrage machen und mit ein bisschen Glück sind die Objekte und Eigenschaften in diese Sprache übersetzt und die Information ist für die Person lesbar. Also ein unglaublicher Gewinn eben für die Leute, die aus kleineren Sprachregionen kommen. Dann auch wichtig, das Internet der Datenbanken. Wikidata befindet sich momentan eben fast in der Mitte von der Linked Open Data Cloud. Aber wir rechnen damit, oder ich rechne damit, dass wir in ein paar Jahren ganz in der Mitte sind. Ganz in der Mitte ist momentan DBpedia. Das heißt einfach, Wikidata wird zu allen anderen Datenbanken, die auch offen sind, einen Link haben. Das heißt, man kann eigentlich jede Abfrage auf Wikidata starten und sich dann auch andere Informationen von den anderen Datenbanken holen. Und auch wieder ganz plakativ, seit 2001 ist ja Wikipedia irgendwie der Startpunkt jeder Recherche. Egal, wen man fragt, Leute sagen immer, ja, ich schaue erst einmal auf Wikipedia und dann tauche ich von dort über die Einzelnachweise in die Literatur. Und genauso könnte man sagen, dass eigentlich ab jetzt, weil es Wikidata gibt, man auch jede Abfrage oder jede Datenrecherche hier starten könnte. Weil man sieht in Wikidata immer schön alle anderen Datenbanken, die Informationen haben zu einem bestimmten Thema. Dann schauen wir uns natürlich auch, wenn wir in der Steiermark sind, den Datenstand von der Steiermark an. Wir sehen, dass es 8.894 Objekte mit Koordinaten gibt. Auch hier gibt es wahrscheinlich noch reichlich Dinge, die man eintragen könnte, die fehlen. Und wir sehen, dass 3.450 Personen den Geburtsort haben in der Steiermark. Also diese Darstellung ist jetzt ja auch Graph-ähnlich. Wir sehen, dass dieser große Kreis, das ist natürlich Graz, also unglaublich viele Personen haben als Linken zum Geburtsort Graz. Daneben sind halt noch ein paar kleinere Zentren. Und dann schauen wir uns noch ein paar Beispiele an, was wir mit diesen Daten machen können. Zum Beispiel gibt es 813 Schauspielerinnen mit Geburtsort in der Steiermark. Unter anderem sehen wir auch, dass Thal nur einen Schauspieler hervorgebracht hat, der momentan in Wikidata eingetragen ist. Auch wieder dieser große Knödel daneben ist wieder Graz. Also die größte Bevölkerung hat halt die meisten Schauspieler. Dann auch ganz interessant, man kann auch so grenzüberschreitend schauen, wie eben so Lokalitätsnamen sich verhalten. Also wenn man da mit ein paar Regular Expressions nach Mur sucht, dann sieht man auch, dass es Orte entlang des Flusses gibt, die Murakerestür heißen. Ich glaube, das ist ein Bahnhof. Und den Muretsch und Murski oder Murski, Prekmurje. Also man sieht eigentlich, dass man auch grenzüberschreitend einfach nach Dingen suchen kann, die wer in diesem Raum hätte das jetzt gewusst. Also wer ist ein Steirer und hätte das gewusst, dass diese Ortsnamen einfach die Grenze überqueren. Also es sind noch keine Hände hochgegangen. Also wir können... Danke. Aber ja, wir können eben... Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir können vielleicht Fragen beantworten, die erstens noch nie jemand gestellt hat und die man vorher vielleicht auch nur sehr schwer hätte beantworten können. Dann sehen wir auch, das sind alle Partnergemeinden, die mit einer Gemeinde in der Steiermark diese Partnerschaft haben. Also ganz prominent sieht man nur einen Eintrag in Südamerika, dann je nachdem, wie man zählt, einen Eintrag in Afrika, einer in Nordamerika.
Ja, vielleicht noch Luft nach oben, ich weiß nicht. Oder hier sehen wir zum Beispiel eine grafische Darstellung aller Kuchen, die Wikidata speichert. Also man sieht schnell auch, was diese globale Community schaffen kann. Weil wenn man jetzt zum Beispiel nur in Palo Alto eine Firma hat und sagt, wir machen jetzt eine Datenbank von Kuchen, dann wird man vielleicht auf 100 kommen oder auf 200 Kuchen. Aber wenn du diese gleiche Frage natürlich in Indien stellst, in China, in Japan, in Russland, dann bekommst du natürlich wirklich ein globales Bild von wie vielen Kuchen es wirklich gibt und welche Arten von Speisen werden überhaupt unterschieden in anderen Kulturen. Also da sieht man auch, wie wichtig das einfach ist, dass diese Daten von einer globalen Community gemanagt werden. Hier sehen wir zum Beispiel, was ist die häufigste Darstellung bei Statuen? Das ist auch ganz interessant, das kann man sich jetzt einfach kurz still überlegen. Welches soll es, ist es Maria, Cäsar, sonst irgendjemand? Nein, es ist Johannes Nepomuk, landet auf Platz 1. Er ist anscheinend bei den meisten Brunnen eben die Figur, die dann obendrauf kommt. Und er liegt da ganz klar auf Platz 1 vor Maria. Dann gibt es doch Mann, Frau und dann diese allgemeine Nacktheit. Also wenn jetzt eine Statue nicht über irgendeine Person ist, sondern einfach irgendwas darstellt. Gut. Oder zum Beispiel, was wir auch machen können, ist einfach ganz schnell die Zeitleiste aller Raumsonden anschauen. Also wir sind da extrem flexibel, wie diese Informationen abgefragt werden. Und es gibt da eben einen Haufen Beispiele, die man anpassen kann. Oder zum Beispiel die Entwicklung der Verteilung von Filmrollen. Hier können wir auch relativ gute Statistiken machen, weil viele Filme sind auf Wikidata und wir haben die Darsteller in diesen Firmen. Also kann man sich überlegen, gibt es mehr Männer- oder mehr Frauenrollen? Und hier sehen wir, ja, es entwickelt sich auf irgendeine Art und ganz am Schluss fällt es natürlich runter in 2019, weil diese Filme sind noch nicht eingetragen. Aber man sieht, dass es zumindest nicht gleich ist. Also nicht gleich viele Frauen bekommen eine Rolle in einem Film wie Männer. Also die Geschichten und so sind alle eher männerlastig. Und hier sehen wir, hier, das soll auch ein bisschen anstiften zum etwas eintragen, hier sehen wir alle steirische Bahnhöfe oder Bahnhöfe halt in mit Steiermark hineingezoomt. Und hier sehen wir, dass da sicher noch welche fehlen. Also das wäre ja das Einfachste, was man machen kann, einfach mal das Objekt für den Bahnhof reintun, mit OpenStreetMaps zum Beispiel verbinden und schon hat man etwas Sinnvolles in diese Datenbank eingetragen. Was man natürlich auch machen könnte, wäre, wann wurde der Bahnhof erbaut, wer war der Architekt. Ganz viele Sachen, die man eigentlich noch eintragen könnte. Und dann auch immer wieder eine wichtige Frage, kann ich auch mein eigenes Wikidata machen, weil ich zum Beispiel, ich finde das Konzept toll, aber ich habe jetzt nicht wirklich Daten, die ich an die Welt verschenken möchte, dann ist das genauso möglich. Die Software unter Wikidata ist einfach MediaWiki, ist das Wikipedia, die Wikipedia-Software. Wikibase ist dieses User-Interface, mit dem man Wikidata bearbeiten kann. Und darunter läuft eine Datenbank, die BlazeGraph heißt. Also das ist die eigentliche Graph-Datenbank. Also man kann das ohne Probleme einfach für sich selber installieren und damit herumspielen. Und kann man Wikidata nutzen? Ja, bitte, ja, gerne, macht es. Die Lizenz der gesamten Daten ist CC0. Also ihr könnt es abfragen und ihr müsst eigentlich nichts sagen und niemanden fragen, ihr könnt es einfach nutzen. Und wir haben eben super APIs, einfach mit JSON oder zum Beispiel über diese Sparkle Abfragen. Also es ist wirklich einfach, auf die Daten zuzugreifen und sie zu nutzen. Und zu Wikidata beitragen, sage ich auch, ja gerne, macht's das. Also wir sind ja eine offene Community und Wikimedia Österreich hätte auch eben die Kapazität, Workshops zu machen, wenn sich da mal eine Gruppe Interessierte findet. Oder ihr könnt zu einem von unseren Workshops kommen. Also einfach schreiben und oder einfach auf Wikidata einsteigen und mithelfen. Und dann hatte ich noch eben dieses Beispiel, wie die Daten aktuell genutzt werden. Wir betreiben auch also als Community-Projekt eine App, mit der man immer an seinen momentanen Standort schauen kann, wo werden gerade Fotos für Wikipedia gesucht. Das ist ganz lustig, weil man findet immer irgendeinen Bauernhof in der Nähe, der gerade unter Denkmalschutz ist. Und dann kann man einfach rübergehen und ein Foto machen und hat auch so zu Wikipedia beigetragen und halt auch zu Wikidata. Ja,
dann wären wir eh schon am Schluss und könnten noch, also ich könnte noch Fragen beantworten. Und während wir Fragen beantworten, können wir schauen, wie die Datenbank gerade am Wachsen ist. Vorher waren es ca. 700 Bearbeitungen pro Minute. Also man sieht, die Community macht etwas. Moment, Mikro. Hi, danke für den Vortrag. Zwei Fragen. Wie ist die Beziehung zwischen DBpedia und Wikidata? Erste Frage. Aha, ja, dann mache ich das gerade. DBpedia liest immer Wikipedia aus. Also ich weiß natürlich nicht so viel über DBpedia, aber sie lesen Wikipedia aus und dann wird dieser eine kontrollierte Datenstand quasi in eine Graph-Datenbank übersetzt und herausgegeben. Das bedeutet aber, wenn in diesem Datenstand etwas falsch ist, muss man Wikipedia bearbeiten, warten, bis DBpedia wieder es abscannt und dann wieder herausgibt. Und das ist eigentlich nicht ganz ideal für uns, weil wir wollen einfach hingehen zu dem Datensatz sagen und der ist falsch, ich ändere das jetzt und ich tue gleich noch einen Beleg dazu, damit der Nächste, der kommt, sieht, nein, nein, das war falsch und hier ist der Beleg, warum es falsch ist. Also irgendwie, wenn man diese Kriterien hat, muss man einfach direkt mit den Daten arbeiten. Und dann ist es natürlich auch schwierig, DBpedia, glaube ich, scannt hauptsächlich das englische Wikipedia und dann ist es natürlich auch wieder englischlastig und europalastig und wir brauchen das einfach, dass Leute einfach aus allen Gegenden der Welt einfach reinkommen können und die Daten dazu tun können. Also das waren irgendwie unsere Anforderungen. Sie sind ein bisschen anders als DBpedia. Das heißt, längerfristig subsumiert Wikidata dann DBpedia, ne? Das, ja, genau, oder es gibt dann halt eine neue Form der Zusammenarbeit. DBpedia könnte ja Wikipedia und Wikidata auslesen und dann quasi noch bessere Datensätze zur Verfügung stellen. Oder sie wechseln ganz auf Wikidata, aber spezialisieren sich vielleicht auf irgendeine Art von Processing, das sie mit den Daten machen oder irgendeine Qualitätskontrolle. Okay. Aber ja, man wird das einfach sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Und zweite Frage, ist Wikidata ein zentraler Server? Ist das verteilt weltweit? Ist das ein Sparkle-Endpoint? Wie ist das mit Performance, wenn viele Sparkle-Queries kommen? Eben, da bin ich auch nicht ganz der Experte, aber ich glaube, es ist so, dass der Sparkle-Endpunkt wohnt irgendwo in San Francisco. Also eine extrem performante Maschine, die halt diese Graph-Datenbank-Abfragen machen kann. Aber wenn du die Abfrage machst, und es ist eine sehr reine häufige Abfrage, ich glaube, dann wird sie gecached auf europäischen Servern. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, gib mir alle Schauspieler, die 1965 geboren sind, dann hat es vielleicht schon jemand am Tag davor einmal abgefragt und dann wird es, glaube ich, von so einem Caching-Server abgerufen. Aber relativ viel, ich glaube, wie bei Wikipedia, bearbeitet wird immer auf den Servern in San Francisco, die halten also die Bearbeitungswahrheit. Aber wenn du Wikipedia einen Artikel abrufst, kann es gut sein, dass du ihn von einem Caching-Server in Europa bekommst. Könnten wir uns vielleicht mal so eine Query anschauen, wie das wirklich in der Praxis ist? Also, dass man sieht, ich möchte alle Institute der TU Graz zum Beispiel mal rausbekommen, falls das drin ist? Ja, also wenn man, schauen wir mal, gehen wir mal den typischen Weg. Also wenn man auf dem Wikipedia-Artikel ist, dann würde man hier links unten den Link finden zum Wikidata-Datenobjekt. Dann komme ich auf Wikidata und auf Wikidata ist die TU Graz dann eigentlich Q689775. Also das ist diese Wikidata-ID, die nur für die Technische Universität Graz steht. Weil eine Textbezeichnung ist ja nicht eindeutig. Also hier steht Technische Universität Graz, aber anscheinend hieß sie vielleicht früher mal Erzherzog-Johann-Universität. Es gibt ja auch viele Städte, wo es keinen offiziellen Namen gibt, weil es halt mehrere Sprachen gibt in dem Land. Und dann sind natürlich alle Bezeichnungen gleichwertig. Und um die Mehrsprachigkeit zu garantieren, über was rede ich, braucht es eben diese eindeutige ID. Und dann
gibt es hier, wenn man auf Wikidata ist, gibt es hier links diesen Link zum Query Service. Und dort, das ist eigentlich dieses Hauptabfrage-Interface, mit dem man auf die Daten zugreifen kann. Also wir könnten, eben machen wir das gerade mal live. Am besten, man fängt immer mit irgendeinem Beispiel an, damit man schon diesen Code hat. Und dann könnte man einfach schauen, wir ändern jetzt einfach nur diese erste Zeile. Also wir könnten schauen, mit Steuerung Space kann man dann immer diese Autovervollständigung haben. Und Alma Mater, also Educated Ad, ist die Eigenschaft P69 auf Wikidata. Und dann machen wir hier einfach TU Graz. Und dann würden in dieser Variable alle Leute landen, die an der TU Graz studiert haben. Und dann kann man hier auf Play drücken. Und dann sehen wir, auf Wikidata gibt es 117 Personen, zum Beispiel, die an der TU Graz studiert haben. Ich schaue gerade mal, kenne ich jemanden? Und weitere Einschränkungen wären dann einfach mehr Zeilen. Also man könnte hier einfach noch weitere Einschränkungen machen, zum Beispiel, dass man möchte, dass er 1990 geboren wurde oder dann später an eine Universität in den USA gewechselt ist. Also das kann man einfach mehr Einschränkungen machen, ist wirklich einfach. Weil gerade keine Frage ist, kann ich das eben, wenn man hier auf dieser query.wikidata.org Seite ist, dann ist es natürlich das Beste für den Einstieg, ist einfach diese Beispiele durchzuschauen. Also was immer ganz spannend ist, sind eben diese Abfragen, die sehr über verschiedene Aspekte drüber gehen. Zum Beispiel kann man eine Abfrage machen, alle Gemälde, die in der Vergangenheit eben erschienen sind, die ein Holzblas, also ein Woodwind-Holzblasinstrument im Bild haben. Also hier sieht man, dass auf jedem dieser Gemälde irgendwo ein Holzblasinstrument versteckt ist. Und in der Vergangenheit hätte man wahrscheinlich wochenlang in irgendeinem Archiv gewühlt und diese Informationen wären vielleicht gar nicht so gut vernetzt gewesen, dass man das leicht finden hätte können. Ich meine, welcher Kunstkatalog hätte das so genau beschrieben? Und wir können das. Und die Beispiele lassen sich dann halt auch wunderbar anpassen. Also wir können zum Beispiel alle Gemälde anschauen, die in der Vergangenheit gemacht wurden und einen Hund haben. Also man kriegt eine Minute Rechenzeit momentan auf diesem Server. Wenn die Abfrage länger geht als eine Minute, dann wird sie abgebrochen. Aber ich glaube, früher waren es 30 Sekunden, also das wird immer erhöht, wenn wieder Geld für neue Hardware ist. Und hier sehen wir, Hunde sind beliebter als Holzblasinstrumente, weil es gibt 3269 Gemälde mit einem Hund drauf. Dem es gerade geheißen hat, man hat irgendwie eine Minute Rechenzeit, kann man die Daten quasi lokal, zum Beispiel alles, was Graz betrifft oder so, irgendwie lokal kopieren und klar, es ist CC0 irgendwie lizenziert, aber kann ich das quasi meine eigene lokale Wikidata-Instanz aufziehen, jetzt zum Beispiel nur für Daten aus Graz oder so ungefähr? Ja, genau, also man kann zum Beispiel die gesamten Daten von Wikidata kann man herunterladen, dann könnte man es lokal auf dem Rechner laufen lassen und dann kann man sich natürlich so viel Rechenzeit geben, wie man möchte. Also dann könnte man auch eine Abfrage laufen lassen, die eine Stunde geht, weil sie so kompliziert ist. Ja. Und natürlich, wenn man möchte, könnte man, wenn man sagt, ich möchte so eine Graph-Datenbank, aber ich möchte eben
nicht, dass die Daten auf Wikidata sind, könnte man eben auch ein eigenes Projekt, genau wie viele Leute haben ja so ein regionales Wiki, das sich mit ganz speziellen Sachen beschäftigt. Und eben so ein regionales Wiki könnte man jetzt auch immer diese Graph-Datenbank dazu schalten und die Informationen noch leichter abrufbar machen. Und zweite Frage, ist es bei den Bildern eher irrelevant, aber bei den zum Beispiel Personen, die wir vorhin abgefragt haben, bekommt man das auch vernünftig maschinenlesbar raus als JSON, als XML oder sonst irgendwie? Ja, also es gibt da diese Seite Wikidata Data Access und auf der Seite kann man alles lernen, wie man die Daten abfragt. Und zum Beispiel gibt es da für jedes Objekt, wenn man die URL etwas ändert, bekommt man dann das JSON zurück. Also hier sieht man, dass man einfach an die URL eben .json drangehängt hat und da vorne ändert sich auch noch was. Und dann bekomme ich hier zum Beispiel die Labels einfach als JSON-Objekt, also Französisch, Russisch. Und dann sieht man, für die Person gibt es sehr viel. Und dann sind hier auch die Claims, also P31 ist die Eigenschaft ist ein. Und dann sieht man, auf was wird gelinkt und was gibt es. Es gibt anscheinend zwei References. Also all das, man kann einfach ein Skript schreiben, das die Objekte besucht und das JSON holt, wenn man sie einzeln haben will. Danke. Also manchmal bekommt man auch so viele Ergebnisse, glaube ich, dass der Browser dann nicht mehr weiß, was er mit diesem Rückgabewert machen soll. Und dann bricht der Browser einfach ab. Das mag er gerade nicht. Das war immer das Problem bei DBT, den Pedia, dass der Sparkle-Endpoint manchmal gestanden ist, immer sehr langsam war, immer wieder abgebrochen hat, das war nicht zuverlässig. Ja, gibt es noch irgendwelche anderen Fragen oder? Sollen wir irgendein Beispiel anschauen mit einem bestimmten Inhalt? Ah, jetzt laden die Hunde. Also hier, da haben wir einige Duplikate, aber wir sehen, dass der Hund ist zumindest drauf. Auch hier. Also ich glaube, es gibt dann auch so das hier sind die Universitäten mit Programmiersprachen. Können wir da auch eine Karte? Also das ist eine Karte von all den Universitäten. Also die Personen unterrichtet haben oder die dort gearbeitet haben, die ja Programmiersprache erfunden haben. Also anscheinend sind Programmiersprachen auch das Erfinden von Programmiersprachen ist eher ein Nordhalbkugel. Hobby. Hier unten sehen wir Lua, ist auf der Südhalbkugel. Und hier haben wir zwei PHP und zwei Aussagen für PHP. Also vielleicht auch eine Frage, die sich mir noch nie gestellt hat, was ist die am nördlichsten erfundene Programmiersprache? Wenn man da jetzt bei der Millionenshow sitzen würde und diese Frage bekommen würde, was würde man sagen? Natürlich Simula oder Erlang.
Eben, das sind einfach Fragen, die man sich vorher noch nie gestellt hat, aber mit Wikidata ist halt einiges möglich. Danke. Jetzt gibt es die Wikipedia, das sind Textartikel, und dann gibt es Wikidata, das sind praktisch strukturierte Daten. Wie weit ist das synchronisiert? Also wenn ich bei Wikipedia was suche, kriege ich dann dieselben Informationen oder ist das Zufall, ob das wer nachgetragen hat? Ja, halt, wie das oft so ist, es ist einfach eine Frage der Community. Also nicht automatisch. Nein, also also gerade das deutsche und französische Wikipedia stemmen sich noch sehr gegen das Anzeigen von Wikidata-Daten. Das hat aber auch einen guten Grund. Dort ist ja die Qualität auch am höchsten. Und dann hat man natürlich Angst, dass man diese gute Qualität verliert durch einen verfrühten Wechsel. Während in vielen kleineren Sprachen, da hatte man nie diesen sehr guten Level an Qualität, und für diese Sprachgruppierungen sind halt ist Wikidata dann ein Qualitätssprung. Und also wenn man zum Beispiel das polnische Wikipedia hernimmt, dort sind dann zum Beispiel die Informationen über Chemikalien schon größtenteils aus Wikidata, also wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber sind dann auch Queries praktisch drinnen in diesen Wikipedia-Seiten, die direkt abfragen, oder ist das auch so, dass halt die Autoren dann ihre Informationen aus Wikidata rausholen? Die Software MediaWiki, die ja hinter Wikipedia steht, die hat jetzt etwas, das heißt ein Lua-Modul. Und in diesen Lua-Modulen kann man auf die Daten von Wikidata zugreifen. Also wenn man das verwenden will, dann wird die Infobox, die man meistens ja am rechten Rand von einem Wikipedia-Artikel sieht, man kann die komplett aus Wikidata generieren. Man hat aber dann oft das, also gerade bei widersprüchlichen Aussagen oder Daten, die sehr viel Kontext brauchen, hat man dann natürlich auch alle Probleme, die mit dem zusammenhängen. Zum Beispiel, wenn ich die Wikipedia-Seite von der Stadt Wien öffne, dann will ich ja nicht, dass die Infobox rechts die letzten 200 Bürgermeister drinnen hat. Ich möchte vielleicht nur den letzten sehen oder den relevantesten. Beziehungsweise wenn ich einen Film habe und Wikidata speichert 100 Leute, die da mitgespielt haben, dann möchte ich vielleicht doch nur die ersten 4 sehen oder die 4 relevantesten. Aber wer sind die 4 relevantesten aus dieser Liste an Schauspielern? Also man kommt denn eigentlich mit diesem automatischen Transfer, kommt man natürlich in all diese Probleme rein, die es halt mit großen Datenmengen gibt. Aber man ist halt so dran, sich Dinge am Überlegen, wie man das lösen kann. Danke. Nehmen wir mal irgendjemanden. Also wenn man hier zum Beispiel das deutsche Wikipedia mag ja Infoboxen nicht so gern, also über diese Frau gibt es keine Informationen. Und dann Englisch, das englische Wikipedia ist ja mehr irgendwie so datenlastig, dann sieht man, gibt es halt mehr Informationen. Das könnte man aber wahrscheinlich auch aus Wikidata abfragen. Aber halt, wenn man jetzt sagen geht, man geht zu einer sehr kleineren Sprache, also zum Beispiel dann gibt es auch keine Daten, also auf Estnisch. Hier wäre also Wikidata quasi ein Qualitätsgewinn, wenn man zum Beispiel das Geburtsdatum oder so anzeigen könnte.
Also ich schaue gerade, ob ich da eine Seite finde. Ich glaube, die Teleskopdaten. Also es könnte sein, dass diese Daten hier aus Wikidata kommen. Wenn man den Text anschaut, dann sieht man, hier ist die Infobox Teleskop. Die speichert es noch. Dann schauen wir mal Englisch hinein. Hier. Diese Infobox hat ja Inhalt, wenn man die Seite anschaut, aber keinen Inhalt, wenn man in diesen Wikitext eintaucht. Das heißt, die Informationen werden wahrscheinlich alle aus Wikidata gezogen. Macht es natürlich für die Person, die das jetzt bearbeiten will, ein bisschen kompliziert, weil dann. Stimmt gar nicht, weil hier auf dem englischen Wikipedia gibt es jetzt schon so einen schönen kleinen Bleistift. Und dann steht da, edit this value on Wikidata. Und so findet eben der vielleicht nicht so technisch versierte Benutzer, findet dort eben den Ort, an dem man es bearbeiten kann. Man muss aber auch sagen, Teleskope sind natürlich sehr gut in Daten zu fassen, weil über den Durchmesser wird es wahrscheinlich nicht widersprüchliche Aussagen geben. Während in anderen Datenbereichen gibt es da wahrscheinlich mehr Probleme. Also wir haben jetzt noch 3 Minuten für Fragen. Aber ich bin sonst hier draußen und beim Infostand und kann auch den ganzen Nachmittags Dinge beantworten. Also wenn jemand noch irgendeine Idee hat, wo er schauen möchte, wie sind die Daten oder wie trägt man das ein, können wir das gerne nachher machen. Gut. In dem Fall schließen wir mit noch ein bisschen darauf starren, wie viele Edits es gerade gibt. Gut, danke.